Haben wir immerhin schon mal eins. Als ich den Aufzug betrat, begann mein schlechter Nachrichtendetektor auch verrückt zu spielen. Team, bitte kommen. Im Haus am See stimmt etwas nicht. Alle Agenten in der Nähe sollen... Klassisches Aufzugverhalten hier. Agent Estevez, wie ist Ihr Status? Ich lebe noch. Anomalie im Untergeschoss 5 entdeckt. Das Personal soll sich in Sicherheit bringen. Im Haus am See gibt es ein Problem. An alle Minimal, Agenten kommen ja. Sie sofort zur Einrichtung. Hat alles geleitet, Quickie. Befehl bestätigen. Da. Wo ist der scheiß Aufzug? Oh. Bleiben wir doch einfach hier hinten und warten, bis die Rettung kommt. Priorität 1, das Licht. Es ist nicht gut, in der Nähe des Cauldron Lake im Dunkeln zu stehen. Okay, Painting Production. Ja, sehe ich schon. Hier hat jemand schön gemalt. Okay, Licht anmachen. Wo haben wir das machen können? Was war das? Und jetzt dieses Vieh hier aus dem Gemälde raus. Das habe ich im Trailer gesehen. Oh nee, das wird so furchtbar. Jetzt frage ich mich wieder, warum ich das spiele. Warum baut man denn so viele Sachen hier auf? Okay, wir gehen erstmal. Da ist eine grüne Tür. Was haben wir denn hier? Fortschrittsbericht zur Schwellenverknüpfungsexperiment von Dr. Jules Marmon. Die Arbeiten am Aufbau einer stabilen Verbindung zwischen unserer Realität und der von gehen weiter. Wir machen gute Fortschritte und alle Teams melden mit Zuversicht, bald eine erfolgreiche Verbindung herstellen zu können. Die letzten Bemühungen, die Bilder von Testperson P zu nutzen, um die Realität so zu beeinflussen, dass wir unsere Ziele erreichen können, waren nicht erfolgreich. Dennoch haben unsere Ergebnisse gezeigt, dass wir unsere bisherigen Vorhergehensweisen zugunsten einer umsetzbareren verwerfen können. Unsere neue Annahme basiert darauf, dass die Energie der Schwelle und somit ihre realitätsverändernden Eigenschaften von Kunstwerken mit einem erheblichen Maß an Emotionen angezogen werden. Okay, wir sollten einfach jegliche Emotionen wegwerfen, dann kommen wir hier schon wieder lebend raus. Dies wird durch einen klaren Trend in den Daten, die wir im Laufe der Jahre gesammelt haben, unterstützt. Wenn wir in der Lage sind, die Emotionen eines Kunstwerks zu messen, wird das unsere Forschung bedeutend beschleunigen. Wir haben bereits mit der Entwicklung von Geräten zur Messung der Emotionsgrades von Kunstwerken begonnen. Fürs Erste werden wir uns mit unserer Forschung auf die Kunst von Testperson P konzentrieren, obwohl keines seiner Werke bisher Ergebnisse abseits der Entdeckung der Seiten von... erzielen konnte, sorgt ein Status als Paraolitarier dafür, dass seine Arbeiten das beste Forschungsmaterial sind. Akte enthält einen vollständigen Bericht. Forschungsauftrag. Auf dem Weg zum Ziel macht das Haus am See weitere Fortschritte und verfolgt verschiedene Forschungsansätze. Kürzlich hat ein solcher Ansatz unerwartete Ergebnisse erzielt. Die Erforschung von Kinderreimen, das hatten wir in Alan Wake 2, unter Leitung von Dr. und Dr. Marmont, angeführt von Dr. Campbell. Als Kunstform hat sich als vielversprechend erwiesen, eine Verbindung mit der Schwelle am Cauldron Lake einzugehen. Daher werden die Kinderreimergebnisse nun durch die Co-Leitung der Forschungsabteilung aufgegriffen und in die laufende Forschung im Haus am See eingegliedert, und zwar mit sofortiger Wirkung. Forschungsteams werden darüber in Kenntnis gesetzt, wie die effektiven Elemente der Kinderreime in ihre eigenen Arbeiten zu integrieren sind. Bemerkung: Dr. Campbell und sein Team werden abkommandiert. Sie werden ihre Arbeit zu den Kinderreimen außerhalb des Hauses am See fortsetzen. Risiken der Offenlegung durch die Durchführung streng vertraulicher Arbeiten außerhalb der Einrichtung wurden durch die Co-Leiter der Forschungsabteilung geprüft und genehmigt. Ja, hat nicht so gut funktioniert, da haben wir alles gefunden. Gezeichnet Dr. Diana Marmont, Co-Leiterin der Forschungsabteilung, und Dr. Jules Marmont. Interessant. Dann haben sie erst mit Kinderreim angefangen, jetzt sind es Gemälde irgendwie, oder beides so ein bisschen gleichzeitig. Was kommt noch? Da alle so kreative Sachen.
Frag mich, ob das in Control 2 dann auch nochmal aufgegriffen wird. Das war auch nochmal cool. So, hier, Panel Control. Ein Shelter. Stimmt, die gab es ja auch. Oh, hier kann man speichern, oder? Ja! Ah, das ist schön. Mein Lieblingsmoment in Horrorspielen. Und? Munition. Gut, dass wir davon auch ein bisschen was kriegen. Werden wir wohl gleich brauchen. Ich glaube nicht, dass wir das so einfach hier wieder anmachen können, oder? Er ist ohne Strom völlig nutzlos. Okay. Aber sein Gelaber läuft natürlich. Ja. Und seine wilden Whiteboards im Hintergrund. Wie funktioniert das eigentlich ohne Strom? Sind das einfach nur so Dias oder so? Aber läuft ja automatisch. Interessant. Okay, das ist auch nicht der Stromraum. Ja, nur was? Nee, ne? Okay, hier müssen wir aber später wieder zurück. Wenn wir den Strom gefunden haben. So eine Blindgranate. Ein Energiekernreceiver. Wenn ich einen Kern einstecke, sollte das Licht wieder angehen. Okay, wir müssen einen Kern finden. Pickup Power Core. Okay. Align Power Core with Receiving Socket, insert Power Core. Okay, haben wir leider auch noch nicht. Das ist bestimmt irgendwo hinten im Raum. Da ist noch eine Tür offen. Okay, ganz viele Farben. Und irgendwer, der ein bisschen ausgerastet ist. Kommen wir gar nicht durch, okay. Aber da ist irgendwer. Irgendwas. Oder irgendjemand. Das klingt irgendwie merkwürdig. Okay, da brennt Licht. Okay, bevor ich mich hier noch weiter verlaufe, gehen wir da erstmal rein. Was ist denn hier? Power Core Storage. Das klingt auch gut. Irgendwas piept hier. Das ist keine vorschriftsmäßige FBC-Waffe. Was für eine Waffe? Lässt sich von hier nicht öffnen. Inventory Management. Achso, die da. Kann ja sein, dass wir die noch brauchen. Okay. Das Ding.
warum auch immer das hier steht. Sie hätten diese Dinger leichter gemacht. Für mich gab es nur einen Weg nach draußen. Die Quelle des Ereignisses identifizieren und sichern oder eliminieren. Die gute Nachricht, ich musste nur weiter nach unten. Die schlechte, der Aufzug verschwand gern. Klassiker bei Control. Ich hab grad was gesehen. Einfach nur Licht. So, Freunde, lasst mich erstmal Licht anmachen, dann können wir miteinander reden. Schön. Immerhin ist der Aufzug da. Ah. Okay, wir könnten theoretisch wieder runter. Wir hatten hier aber noch eine Tür mit Sturm. Warte mal, wie konnte ich meine Taschenlampe nochmal ausrüsten? Ah, mit Kreis. Okay. Ah, nicht direkt wieder eine Batterie. Verschwinden. Ja, schön hell. Ich speichere erstmal. Hier am Computer. Oh ja. Ah, die Computer laufen jetzt auch. Schwarzstein fehlt. Daran kann ich mich auch noch erinnern. Sicherheitswarnung. P-Tag, guten Tag. Zur Feier des Herbstanfangs habe ich verschiedene herbstliche Kuchen aus dem örtlichen Restaurant mitgebracht, das ihr alle so sehr zu mögen scheint. Alle Mitglieder des Projekts Rahmenos können sie in der Lobby in der Nähe meines Büros verköstigen. Alle anderen Mitarbeiter sollten im Büro von Dr. Marmon fragen, ob sie Kuchen mitgebracht haben. Außerdem habe ich trotz der absurden Fälle im letzten Jahr die köstlichen Pekanusskuchen gekauft. Einen schönen Herbst, Dr. Jules Marmon. Nussallergiewarnung. Hallo, eine freundliche Erinnerung daran, dass Nussallergien ein ernsthaftes Gesundheitsproblem darstellen und dass es für jeden, unabhängig vom Dienstalter, nicht angemessen ist, es auf die leichte Schulter zu nehmen. Das Mitbringen von Nüssen ins Büro ist ein Gesundheitsrisiko und sollte mit Rasse der Sicherheit aller Mitarbeiter vermieden werden. Dankeschön. Okay. Harry, geben Sie diese Seiten nicht raus. Sagen Sie Diana und diese Idioten vom Projekt Arbutus, dass wir sie verlegt haben. Ein ungewöhnlicher Ablegefehler. Sagen Sie ihnen, dass die Seiten sicherlich in 2-3 Wochen wieder auftauchen werden, aber dass wir zu beschäftigt damit sind, Fortschritte zu machen, um sie jetzt zu suchen. Schreiben Sie unbedingt, dass wir Fortschritte machen, genauso wie ich es formuliert habe. Grüße, Dr. Jules. Achtung, Schwarzstein fehlt an das gesamte Personal. Auf Untergeschoss 5 fehlt eine beträchtliche Menge Schwarzstein. Vermutlich ist es nur ein Missverständnis und jemand hat ihn versehentlich auf eine andere Ebene mitgenommen. Wenn Sie das waren, antworten Sie bitte auf diese Nachricht und wir lösen das gemeinsam. Schwarzstein ist ein wertvolles Material. Wir haben nur noch eine begrenzte Menge davon, jetzt wo das älteste Haus geschlossen wurde. Frag mich, aber das wurde ja eigentlich mit Jesse nicht geschlossen, oder? Ich weiß auch nicht so ganz, in welcher Timeline wir hier gerade sind. Na, Darling, erzähl erstmal mal. Ein riesiges Dankeschön an alle hier. Das Haus am See verzeichnet erstaunliche Fortschritte bei der Erforschung des AWE am Cauldron Lake. Super Arbeit, Team. Ich wollte persönlich vorbeikommen und mir ansehen, woran ihr arbeitet. Ich werde euch nicht im Weg stehen. Und es ist keine Überprüfung, also kein Grund zur Sorge. Hören Sie das, Dr. Marmot? Ich werde hier den Zusammenhang zwischen dem Schatten und dem AWE-Gelände untersuchen, und zwar unterhalb des Sees. Die Theorie, dass der Schatten sogar aus der Dimension stammt, die diese Schwelle anzapft, ist verlockend. Ich möchte endlich verstehen, wie diese Dimension es schafft, höchst subjektive Elemente wie Kunst in objektive Realität zu verwandeln. Wo sind die Grenzen dieses Phänomens? Kann es zum Beispiel AWE-Objekte oder sogar Objekte der Macht erschaffen, indem es sie einfach als Kunstwerk manifestiert? Das sind die Dinge, die wir wissen müssen, um den Schatten genau zu klassifizieren. Wer hat sich eigentlich, kein sehr wissenschaftlicher Name, oder? Wer hat sich den ausgedacht? Schatten. Also, alle und jedwede Vorschläge sind willkommen. Vor allem, was den Einfluss der Kunst auf die Realität durch die Schattenenergie testen lässt. Um Antworten zu finden, brauchen wir als erstes jede Menge Daten. Wir sammeln Antworten. Und
Wenn ich zum Ältestenhaus zurückkehre, nehme ich alles mit, um es dann mit dem Geheimprojekt Hadron abzugleichen und so einen vergleichenden Datensatz zu erstellen. Oh, ich wünschte, ich könnte schon mehr verraten. Wirklich, wirklich spannend. Nicht physikalische Kräfte, die sich immer weiter... Nein, Entschuldigung, das geht nicht. Es ist... Vielleicht können einige von euch ja vorbeikommen. Natürlich braucht ihr dafür eine Genehmigung. Aber vielleicht... Also ich will jetzt nicht den ganzen Tag mit Reden verschwenden. Also, der Schatten eröffnet ein ganz neues Forschungsgebiet und ich bin dermaßen aufgeregt, da hineinzutauchen. Man merkt's, ja. Eine schöne neue Welt, Leute. Okay, wenn Hadron noch so ein Ding war, dann muss er ja zu der Zeit gespielt haben, wo Jesse noch nicht relevant war, sage ich mal. War noch vor Control 1. Glaube ich. Was macht dieser Knopf? Ist das gut? Wir verschieben Dinge. Ich höre Schritte. Moment. Bevor ich rausgehe. Der Computer ist aus, okay. Bevor ich die Wände verschiebe, sollte ich vielleicht erstmal die andere Waffe von hinten holen. Ich habe nur ein gutes Gefühl. Oh. Hätte ich das schon verschieben sollen? Oh, ich hab mich jetzt nur wegen ihr erschrocken. Achso, warte. Wie war denn das nochmal? Aber muss ich die nicht so... Oh, nee. Warte mal. Nee. Wie mit meiner Taschenlampe? Beunruhigt sie nicht an. Nee. Nicht gut. Vielleicht eine Blendgranate? Blendgranate? Wie ist denn mein Inventar nochmal? Du wartest ja kurz, ne? Räume. Tschüss. Räume sind ja nicht so dein Ding. Ach hier. Blendgranate, aber wir haben nur eine. Wir haben zwei von den Viechern. Ich guck mal da hin. Ich speichere vorher. Oh, schön, dass ich die erst gar nicht gesehen habe und mich eher erschrocken habe, weil sie sich erschrocken hat. Sie, junger Mann, kommen Sie mal mit. Wo ist denn der andere? Ich habe nur eine Blendgranate. Ich sag's euch. Ja. Hallo. Ich will mich nur umgucken. Guck mal, hier ist ein Knopf. Aua. Aua. Rennen. Okay. So schnell kam ich da nicht mehr weg. So verläuft die Geschichte nicht. Hier haben wir gespeichert. Steht er hier vorne noch? Nee, ne? Okay, dann will ich aber erstmal die Waffe holen, bevor wir hier irgendwelche Dinge verschieben. Haben wir schon verschoben? Ja, ich glaube, ne? Gehen wir nochmal zurück. Die Viecher werden jetzt wahrscheinlich trotzdem kommen. Aber wir rennen hier einfach ganz selbstbewusst durch die Gegend. So. Habe ich hier noch irgendeinen Computer? Da liegen noch Sachen. Bingo. Diese Schlüsselkarte bringt mich in Untergeschoss 5. Okay. Fortschrittsverlauf. Nummer 6. Leider ging Jules Schlüsselkarte gestern verloren. So ein Pech. Völlig unabhängig davon habe ich jetzt eine Karte mit Freigabestufe 3 in meinem Büro und jede Menge Schwarzstein. Wird aus Schwarzstein zu Pulver gemahlen und überall verteilt, falls es beschlagnahmt wird.
Nächste Schritte, Waffentest mit Schwarzsteinpulver. Sollte ich Planet bei Erfolg an Außenteam schicken? Das könnte zu einer Versetzung weg aus diesem Drecksloch führen. Ich muss mir mehr Anwendungen für den Schwarzstein ausdenken, jetzt wo ich welchen habe. Im Elsenhaus gab es einen Forscher mit jeder Menge Ideen wie dieser. Ich wünschte, ich könnte mich an seinen Namen erinnern. So viele Namen gab es ja nicht. Darling wahrscheinlich? Weiß nicht mehr. Okay. Das Ding hatten wir ja. Lässt sich von hier nicht öffnen. Ah, ach, stimmt. Die andere Tür da. Schwarzsteinwaffe ist ja auch interessant. Shelter Area. Achso, dafür brauchen wir Freigabe 2, die haben wir nicht. Okay. Meine ich probier's trotzdem. Hat keine Freigabe? Hm. Wo sind die mit der Nummer 5? Hatten wir gerade nicht welche mit einer 5 gefunden? Hier geht wahrscheinlich auch nicht. Hm. Ach, Manu. Okay, wir brauchen erst 2. War halt die Schlüsselkarte Nummer 5 jetzt mal sehen. Sie meinte doch. Hier ist nur der Text. Nee. Hier ist nichts weiter. Ich hoffe, dass sie dort einfach mitgenommen hat, falls da was war. Okay. Dann merken wir uns, oder ich schreibe es mir gleich auf, dass in der 1 noch ein Dings für die 2. Chill mal, ich muss Dinge. Oh Gott, ich muss Dinge aufschreiben, Mann. Okay, geh mal kurz hier wieder rein. Ich hoffe, der bleibt draußen. Wir können, glaube ich, eh nicht so viel gegen ihn machen, habe ich das Gefühl. Schreib es mir mal auf. In minus 1 brauchen wir eine Schlüsselkarte für 2. Naja. Ansonsten können wir halt Wände noch verschieben. Oh mein Gott. Alter, hat er mich erschrocken. Immer weg. Normal eine Kreatur, keine Ahnung, was du bist. Aber toll, jetzt humpeln wir. Gott, wir brauchen aber so lange zum Heilen. Hm. Ach, renn. Dann können wir hier noch Dinge verschieben. Also wirklich was anderes hatte ich da jetzt auch nicht gesehen. Ach, hör auf zu knurren. Muss mal ganz kurz nachgucken, wie ich nachlade. Weiß die ganzen Tasten nicht mehr. Steuerung mit Viereck, okay. Macht sie aber gerade gar nicht. Nö. Kann nochmal schnell hier durch, aber was soll das Ding hier rumtatschen? Der Aufzug ist nicht da. Patsch, 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 patsch. Strom haben wir doch angemacht. Jetzt ist immer noch sehr dunkel irgendwie, aber es sieht aber... Oh, der Aufzug ist jetzt woanders, das kann auch sein. Warte mal. Obwohl, nee, Speicher tut man nicht. Naja, komm. Aufzug. Ich hab die ganze Zeit so einen Puls auf dem Controller. Warte. Okay, lauf. Da lag noch was.
war nur der Raum. Hier links. Ah, hier kommen wir zum Aufzug, okay. Die Sachen noch mitnehmen. Ah, ich glaube, von hier kommen wir da gar nicht mehr hin. Okay. Hallo. Moment. Dann nehmen wir mit. So, schnell raus hier. Teufel, waren das für Dinger? Das ist eine gute Frage. So, ab in die minus 2. Atme, Kira. War die 2 nochmal? Steht's nicht drauf. Man gewöhnt sich nie an die Dinge, die man in diesem Job sieht. Aber man kann Techniken lernen, um sich anzupassen. Finde die Quelle, zerstöre die Schwelle. Okay. Fehler. Bitte warten. Bitte warten. Bitte warten. Bitte warten. Was ist das? Ist das die Schwelle? Verstehen Sie mich? Verstehen. Ich bin ein Agent des Federal Bureau of Control. Ich kann Ihnen helfen, wenn Sie mich nicht angreifen und kein feindseliges Verhalten zeigen. Verstehen Sie mich? Der Teufel soll mich holen. Sag doch lieber nicht zu laut. Was bist du? Was für ein Wesen bist du? Du kannst sprechen. Das bedeutet, dass du wahrscheinlich auf eine Person geprägt wurdest. Oder noch ein paar Dinge deines früheren Ichs weißt. Früher ein Mensch, vielleicht. Damit kann ich arbeiten. Bist du feindselig? Ich hatte gerade eine unangenehme Begegnung mit einigen anderen gemalten Personen. Kennst du sie? Tausend Gemälde! Rote Farbe! Was bedeutet das? Mal kein Pinsel! Ein Selbstporträt! Hey! Beruhige dich! Voll deinen Augen und Händen! Du musst mit diesem Unfug aufhören! Sofort! Okay. Die schlechte Nachricht. Dieses Ding ist angepisst. Die gute? Ein bisschen. Es hat nicht versucht, mich zu töten. Noch nicht, nein. Kleine Schritte. Okay, die 2. In der 2 sind wir, oder? Lebendige Gemälde stehen normalerweise nicht auf der Bingo-Karte des Cauldron Lake. Im Haus am See ging etwas anderes vor sich. Und ich musste mich darum kümmern. Ach, stimmt, Bright Falls konnte dieses Zipfelchen auf seinem bereits beschissenen I nicht gebrauchen. Der Geschoss 3. Das ist nicht die richtige Ebene. Nee. Beschissener Aufzug. Okay, wir können ihn auch nicht mehr wechseln. Na gut, dann sind wir jetzt in 3. 3 war... Warum steht denn da dann nicht drauf? Seitenentwicklung, Raum für automatisierte Schreibgeräte. Das klingt doch gut. Bisschen altmodisch, aber hey.